Herzlich willkommen zum nächsten Kochvideo, und zwar geht es diesmal zeitgeschichtlich gesehen gar nicht so weit zurück, und zwar geht es zurück in die Trapperzeit. Wir sind jetzt gerade in der Besiedlungsphase von Nordamerika und gerade so in der heutigen USA bzw. in Kanada, da waren die Trapper unterwegs gewesen. Und es gibt eine kleine Geschichte, und zwar hat es mit Rum zu tun. Ja, Rum war damals natürlich, wie sollte es anders sein, ne? So ein Grundgetränk. Aber kennt man jetzt nicht nur wie in manchen Piratenfilmen aus der Karibik, sondern war eigentlich in komplett Amerika verbreitet. Hier habe ich jetzt mal, naja, wie viel werden das sein, ungefähr ein halber Liter von etwas stärkerem Rum. Warum etwas stärkerer Rum? Also ich halte mich jetzt natürlich ein bisschen an das Originalrezept. Das Originalrezept vom Hudson, das ist der Hudson Bay Rum. Und Hudson Bay war sozusagen abgeleitet von der Hudson Bay Company, die damals sozusagen ihren eigenen Rum hatten, in Fässern abgefüllt. Aber das Problem war, das war den Trappern zu stark. Also so pur. Damals gab es noch keine Cola, ne? Konnte man auch keine Rum-Cola machen. Aber so pur getrunken, na, das hat ja nicht so gut geschmeckt. Also haben sie versucht, natürlich eine Alternative zu finden. Und diese Alternative, glaubt mir Leute, es ist verdammt lecker. Heute kochen wir sozusagen nicht, sondern wir setzen eigentlich nur etwas an. Und zwar einen Rum. Riecht eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wie macht man den Hudson? Der Hudson wird einerseits natürlich aus Rum, also ich fülle zuerst immer den Rum ein in ein Gefäß. Normalerweise, also man kann das immer ganz gut machen mit 700 Millilitern und dann 225 Milliliter Ahornsirup, einer halben Vanilleschote und einer Zimtstange. Wie gesagt, jetzt habe ich hier eine kleinere Flasche, demzufolge ein bisschen weniger Rum. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass da aber ist dann doch weniger als ein Liter gewesen. Naja, was soll's. Aber wir nehmen erstmal die halbe. Riecht auch wunderbar. Jetzt habe ich hier die halbe Vanilleschote mit reingetan. Ja. Macht sozusagen, wenn ich mal so hingehe, sieht man sie, ne? Halbe Vanilleschote drin. Dann die Zimtstange. Blub, auch mit rein. So. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen die Gewürze. Man kann natürlich bei den Gewürzen variieren, wie man möchte, wie es einem beliebt. Und das ist halt jetzt, wie gesagt, nach dem Originalrezept, beziehungsweise das, was halt überliefert ist. Aber es gibt ja noch den Ahornsirup. Gibt es überall mittlerweile zu kaufen. So. Da wir hier auf YouTube sind, wird natürlich auch keine Marke gezeigt. Aber wir können uns natürlich auch heutzutage moderner Hilfsmittel bedienen. Deswegen jetzt immer schön rein damit. Und schon allein dieser Ahornsirup macht das Ganze natürlich sehr süß, sehr mild. Und diese, ja, ich sag mal, diese Nuancen, die dann vom Zimt mit reinkommen und von der Vanilleschote. Das ist, glaubt mir, das ist ein Geschmackserlebnis pur. So. Das ganze Gebräu hier wird jetzt erstmal nochmal so ein bisschen gedreht, gewendet. Nicht zu sehr schütteln, ne? Wir wollen ja ein schönes harmonisches Getränk haben. Wir wollen da keinen Wirrwarr, keine allzu große Hektik reinbringen. Das ganze hier bleibt jetzt an einem, ja, ich sag mal, etwas kühlerem Ort. Ne? Also nicht ganz so kalt, aber auch nicht ganz so warm. Am besten, ja. Ein bisschen kühler als Zimmertemperatur, denke ich mal, wird ausreichen. Bleibt er jetzt einfach stehen, wird möglichst dunkel gelagert, also nicht so sehr am Licht stehen lassen. Und diese Aromen, die greifen jetzt auf den Rum über. Und nach 6 Wochen Ruhezeit, ab und zu immer mal ein bisschen drehen und wenden. Aber nach 6 Wochen habt ihr dann einen fertigen Hudson. Den habe ich jetzt vor, naja, mittlerweile schon 7 Wochen angesetzt. Also ich bin jetzt erst eine Woche später zum Aufnehmen des Videos gekommen. Und möchte natürlich auch gleich mal einen Schluck probieren.
Allzu viel kann ich nicht nehmen, ich muss gleich ein Auto fahren. Aber so einen kleinen genehmige mir. So. So. Machen wir den mal hier, da sieht man besser. Also, der Hudson Bay Room. Ach, ja. Ich bin richtig gespannt. Das ist mein erster Hudson, den ich selbst mache. Bisher kenne ich den immer nur von Freunden. Und von daher mal schauen. Geil. Gerade jetzt für die, ich sag mal, kalte Jahreszeit ist das ein richtig, richtig geiles Getränk. Aber den kann man immer trinken. Gekühlt im Sommer oder jetzt halt gerade so in der Winterzeit zu Weihnachten. Warum nicht? Für nächstes Jahr, ja, wer weiß, dieses Video bleibt ja noch länger bestehen, hoffe ich mal. Von daher viel Spaß beim Nachansetzen, nicht nachkochen, sondern nachansetzen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video, ne, das experimentelle Kochen durch die Epochen. Bis denn, euer Schlemmergemahler. Ciao.